Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Let's Play Xbox 360 Minecraft. Ja, es ist mal wieder soweit. Grausige 20 Minuten erwarten uns hier wieder. Ich hoffe natürlich nicht, dass die grausig sind. Das wäre ja fatal. So, wir sehen, es geht an hier. Das heißt, das Redstone-Signal geht ein Feld nach unten. Sehr schön. Genauso möchte ich das haben. Und das heißt dann auch, das Ding hier geht nicht aus. Jetzt muss ich kurz gucken. Warte. Ich glaube, wir werden das hier oben ein bisschen anders handhaben. Nein! Ja, ich weiß, das war jetzt schlecht ausgedrückt. Ja, Wortwahl war mangelhaft. Ich weiß. Tut mir leid. Kommt nicht so schnell wieder vor. Ja, Richtig, so geht es mir auch manchmal. So, genau. Schalter wieder drauf. Einmal anmachen. So. Setze ich dann das hier hin? Das ist natürlich eine komische Mauer, ne? Ja, ich glaube, das geht. Das sollte funktionieren. Wenn ich jetzt hier das dran setze. Nee. Auch immer noch nicht. Und jetzt wird es tatsächlich dunkel. Verdammte Axt. Ich muss gleich mal noch schauen, wie wir das machen. Am einfachsten wäre es natürlich wirklich zu sagen, okay, wir setzen das halt ein Feld nach unten. Das wäre am unproblematischsten. Aber auch nicht so unproblematisch, wenn ich das überlege. Puh. Da ist guter Rat wieder teuer. Ansonsten gucke ich mir das, glaube ich, nochmal. Ja, wenn es nicht so weit weg wäre, hätte ich gesagt, ich gucke mir das nochmal an, wie wir das gemacht haben in dem Häuschen hinten, also in unserem Türmchen. Da haben wir dann auch, oder in der Nähe davon, im Zugbrückenbereich, da haben wir auch ein Signal, was wir nach unten weitergeben. Das hat ja 1A funktioniert. Da haben wir auch eigentlich relativ wenig Platz. Da ist es wirklich so, dass der Schalter da drauf ist, auf diesem Stein. Und hier ist die Redstone-Fackel dran. Okay, das heißt im Endeffekt, wir werden das hier wieder wegnehmen. Nein. Ach, bleib hier. Du bist viel zu kostbar, ey. Du darfst nicht abhauen. Boah, wer ist fast hier runtergeplöpst? Ich glaube, es hackt, ey. So, und wir. Ja, genau, schön hier bleiben. So, Schichtenholz. Ach, was mache ich denn? Sehr schön. Oder auch nicht. Weil das bringt mir wieder genauso wenig, weil hier müsste dann der Stein weg, damit ich den Hebel betätigen kann, damit dann das... Okay, Alternative B. Wir machen das doch hier drin. Dann hier oben auf so einem Plateau. Was dann kommt, damit man das von dort aus machen kann und lassen dann hier die Redstone-Schaltung einfach offen. Ist mir jetzt egal. Das muss jetzt einfach so sein. Das sage ich jetzt mal so großdiktatorisch, sage ich einfach mal, das muss jetzt so sein. Genau, alle Stöckchen mitnehmen. Ich brauche nämlich Leitern. Und am besten auch eine Truhe, so wie ich das gerade sehe. Genau, ja. Reicht doch genau für eine Truhe. Sehr schön. Einfach nur, damit mir nichts verloren geht, denn ich merke schon, ich habe hier ein bisschen viel Gedöns dabei. Sehr gut, okay. Gehen wir an der Stelle hoch. So, und wie mache ich das jetzt hier? Schwierig.
Wir könnten hier mit normalem Stein arbeiten. Ja, doch, das machen wir, glaube ich, auch. Zumindest an bestimmten Punkten arbeiten wir mit normalem Stein. Und dann ändern wir praktisch hier oben wieder den Stil des Hauses. Ah, das ist cool. Das ist eine coole Idee. So, gleich wieder Holz holen. Unschöne Sache. Ich mag das immer nicht mit dem Holz holen. Das ist so ätzend. Die ganze Zeit immer wieder hinlatsch und zurück taper und was. Hat man nicht so die richtige Lust zu. Ach, hier ist Sandstein, genau. So, Sandstein. Sehr schön. Dann kommt hier so ein schmales Fenster rein. Genau, jetzt ist auch der Stein alle. Das ist doch echt. Komm, sprich einfach runter. Ich habe zwar da das. Ach, ist auch nicht so dramatisch. Habe ich noch eine Schaufel? Ja. Gut, das heißt, wir werden uns jetzt mal. Da ist Sand. Genau. Wir werden uns den Sand mal krallen. Ach, rennen kann ich gar nicht mehr. Hehe. Dafür ist unser Charakter zu hungrig. Genau. Krallen wir uns den Sand und holen uns von oben dann danach. Danach würde ich sagen, noch so ein bisschen Steine. Oh, hier unten ist sogar noch reichlich Sand. Sehr schön. Denn irgendwie müssen wir ja Sandstein hinkriegen. Klar, die Wüste ist jetzt auch nicht so weit weg, aber ich will da jetzt nicht unbedingt hinfahren. Habe ich heute echt keinen Tag nach. So, das reicht, wenn wir das hier machen. Außerdem hier drunter ist ja dann auch Sandstein, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Müssen halt nur weit genug buddeln. Klar, sieht das nicht unbedingt dann phänomenal episch aus hier, die Ecke, weil wir dann halt den ganzen Sand rausgeräubert haben. Aber ehrlich gesagt, ist mir das gerade auch egal. Es hat ja ein hehres Ziel, das ganze Vorhaben hier. So. Und die beiden noch. Sehr gut. So, gleich mal umsetzen. Sehr schön. 36. Wir lassen das mal gerade so stehen. Ja, es soll erstmal reichen. Und dann knüppeln wir, glaube ich, hier erstmal Bäume nieder. Ne? Das ist ein schöneres Hobby. Ich muss auch sagen, Bäume niederknüppeln, das macht sowieso immer Spaß. Obwohl, naja, es ist jetzt nicht so eine Leidenschaft, die man entwickelt und die man dann tagtäglich pflegt, wo man sich denkt so, oh ja, genau, das früher, als ich gesagt habe, oder als ich gefragt wurde, was wirst du werden, wenn du groß wirst später, da habe ich definitiv nicht gesagt, ich möchte jemand werden, der Bäume niederprügelt. Ich glaube, das wäre so eine der letzten Antworten gewesen, die mir eingefallen wäre. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn früher gesagt, was ich werden wollte? Hatte ich Kampfpilot gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste da echt nochmal nachhaken, weil ich habe echt keine Ahnung, was ich früher werden wollte. Also ich weiß nur, dass wenn ich es definitiv nicht geworden bin. Das weiß ich hundertprozentig. Aber ich glaube, das sind auch die wenigsten. Also man hat ja sowieso als kleineres Lebewesen oder jüngeres Lebewesen sowieso ganz, ganz andere Vorstellungen. Da hat man noch so tolle Ideen, wo man denkt so, oh ja, das würde ich gerne werden und das und das und hier und dann ist das alles immer durch die Welt der Erwachsenen eingeschränkt oder dadurch, dass man halt noch so jung ist und ach, eigentlich ist immer die ganze Zeit irgendetwas, was einen daran hindert, das zu machen, was man gerne machen möchte. Ist eigentlich schade, oder? Dass man da so in dieser jungen Phase, wo man eigentlich mega kreativ sein könnte, schon so eingeschränkt wird. Wobei man sagen muss, das ist auch hier eher nur so der Fall, ne? In anderen Ländern ist das andere Länder, andere Sitten, ja, ich weiß. Nee, aber das ist wirklich anders. Dass man da wesentlich offen, also wie kann es denn auch zum Beispiel sein, dass Kinder irgendwo eine Firma gründen, um irgendwelche kleinen Plastikdinger zu drucken, mit denen sie reich werden. Also das ist klar, die Eltern sind halt da vormundschaftmäßig so drin, aber letztendlich wäre das hier gar nicht machbar. Ja, das ist eigentlich schade. Ich habe keine Steine mitgenommen. Ich habe keine Steine mitgenommen. Na, 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 na. Ich darf nur runterlatschen. Ach, ist das schön. Ich laufe hier eh so gern lang. Na, 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 na. Nein, tue ich nicht. Ich laufe hier nicht so gern lang. Nachher nutzen wir noch die Steine übermäßig. Das möchte ich natürlich auch nicht. Habe ich denn Erde noch? Oh, ja, einen Klumpen, komm. Hauen wir hier hin. Oh, bitteschön. Sieht doch besser aus, ne? Also, muss auf die Details achten. Das war knapp hier. Eieieiei. Schrecklich. So. Ich bin gerade überlegen, gab es jetzt irgendwas Neues mal wieder? Eigentlich, nö. Nee, wieder mal nicht. Ich muss auch sagen, es gibt zwar mittlerweile so ein paar Demos für die Xbox One, ne? Aber generell für meinen Geschmack zu wenig Spiele.
es kommen zu wenig Spiele raus. Also die, die ich habe, und es sind ja auch nicht gerade die wenigsten, habe ich durch. Oder ich zocke sie peu à peu, weil Assassin's Creed, die Leidensfähigkeit habe ich nicht jeden Tag. Also manchen Tag würde ich dann am liebsten einfach hinfahren und das Gebäude der Entwickler irgendwie niederreißen, ja, als Strafe dafür, was sie da verbrochen haben. Ich weiß es nicht. Da fehlt was. Es kommt nichts. Es kommen einfach keine Spiele raus. Wo ich mir denke, so, ihr könnt doch jetzt nicht in der Nachweihnachtszeit die Leute so hängen lassen. Ihr müsst Spiele rausbringen. Das geht nicht. Ja, aber es kommt halt nichts. Es kommt halt einfach nichts raus. Warum, weiß ich nicht, ob man sich da irgendwie das wirklich noch aufhebt und sagt, nee, die müssen erst Ende des Jahres, Weihnachtsgeschäft oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber zumindest der Meinung, dass es die, wenn, dann die falsche Entscheidung ist. Das auf jeden Fall. Das hätte man anders lösen können. Vielleicht was vorteilhafter für Microsoft. Wobei jetzt immer alle Welt sagt, oh ja, Microsoft muss unbedingt sein Paket überarbeiten, die müssen unbedingt die Kinect rausnehmen, damit es halt günstiger wird. Ganz ehrlich, nee. Würde ich auch persönlich, also wenn ich Microsofts Berater wäre, würde ich auch sagen, nee, lasst die mal auf jeden Fall drin. Ne? Das ist das, was euch abgrenzt vom Rest hier, vom Einheitsbrei. Denn immerhin, auch wenn die PlayStation günstiger ist, ist sie nur, weil da die Kamera fehlt. Wenn ihr die Kamera dazu kauft, habt ihr genauso viel geblecht. Aber das sieht ja dann keiner, weil es dann immer so, ja, aber ich muss sie ja dann nicht haben und so. Ja, ihr musst auch nicht aufs Spawn kriegen von mir, ja. Kriegst du jetzt aber trotzdem. So eine Aussage. Also das, ne. Ich muss auch sagen, ich finde es nämlich persönlich ganz gut, denn wenn es was gebracht hat, dann ist es auf jeden Fall, dass jetzt jeder eine Kinect hat und somit die Entwickler wirklich, was ja auch das Ziel dahinter war, sagen können, aha, okay, so und so viel Kinect sind drin. Die sind überall vorhanden. Das heißt, wir können, wenn wir da eine fixe Idee haben, das auch wirklich umsetzen, weil jeder Spieler in der Lage ist, das zu nutzen. Nicht wie es vorher halt bei der 360 war, wo dann immer wahlweise diese Möglichkeit gegeben war, aber halt auch nur wahlweise, ne? Ach ja, hier haben wir ja auch wieder ein Fenster gemacht. Bloß ein schmales. Gefällt mir ganz gut bisher, diese Optik hier. Doch, ich glaube, das könnte episch werden. Auf jeden Fall wird das episch. Es wird nicht nur vielleicht episch. So, da hat er sich verbaut. Hat zum Glück keiner von den teuren Sandsteinen. Ups. So, mal schnell setzen und dann ab ins Bettchen. Ups. Ja, ich breche mir die ganze Zeit die Gräten hier. Ist das nicht grausam? Und wenn wir uns das anschauen, also hier unten, ja, ist halt mehr Glas drin, ja, so Holz. Das sieht doch ganz lustig aus. Und hier oben dann das. Finde ich hübsch. Wir könnten uns das ansonsten mal von außen anschauen, wenn wir drüben auf dem Vulkan sind. Ja, da an der Ecke. Wäre zumindest eine Überlegung wert. Ich muss auf jeden Fall was essen. Ich sehe das gerade. Jetzt wird es nämlich kritisch hier. Ja, doch, sieht hübsch aus. Jetzt hier noch die andere Seite fertig machen. Und ich glaube, ich werde dann hier schon irgendwie die Kuppel draufsetzen. Nicht, dass es dann zu lange dauert. Ah, verdammt, ich wusste es. Ich wusste, dass das passieren wird. Ist das nicht komisch? Man weiß es, aber macht es dann trotzdem. Ist dann so die Sache, warum macht man das? Steht man da irgendwie drauf, wenn es dann wehtut auf einmal? Ja? Ich habe keinen Plan. Was habe ich denn da gemacht? Naja. Komm, das darfst du auch wieder keinem zeigen. Es ist ja schrecklich. Soll ich nochmal korrigieren hier. Das geht wirklich gar nicht. So, warum kann ich denn da nicht bauen? Ätzend sie da. Genau, weil da kommt jetzt nämlich nicht noch eine extra Schicht drauf. Ah. Nein, oh, irgendwie ist heute der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Ich brauche vielleicht wieder so eine Pause von Minecraft. Ja, also nicht das, was ihr jetzt hier der ein oder andere denkt. So, oh nein, er macht eine Pause von Minecraft, hat er gesagt. Das heißt, er macht nichts mehr. Nein, das mache ich nicht. Für heute, für den Aufnahmen, weil ich jetzt auch wieder so ein paar am Stück aufnehme. Ach ja. Schrecklich. Ich finde es irgendwie schade, dass man nicht über schräg auch Fensterscheiben anbringen kann. Also das wären alles nochmal so Sachen, ja, so ein paar kleine Details. Okay, muss nicht unbedingt sein, aber es wäre doch ganz nett und ich würde mich freuen, wenn es sowas geben würde. Ob man das irgendwie mal hinschreibt, aber ich glaube, auf mich würde sowieso keiner hören. Dann würde es heißen, nee. Das ist ja wahrscheinlich das Einzige, was man zu hören bekommt. Wäre zumindest realistisch, glaube ich. So, dopp. Und hier drüben dann auch. Ach, sieht das nicht schön aus? Ja, doch, das sieht schön aus. Gut, dann machen wir jetzt hier noch mal so einen Holzrahmen ringsrum. Also praktisch so.
Wir brauchen dann halt noch bloß ein bisschen mehr davon. Aber klar, ich würde natürlich ausgehen, die Seite, wo die Leiter nicht ist. Logisch, warum auch nicht? Warum sollte ich denn auch die andere Seite erwischen? Das wäre doch, ja, nur zu meinem Vorteil und von daher definitiv nicht das, was passieren wird. Die Axt reicht jetzt nicht mehr wirklich lange, so wie ich das hier sehe. Ja, und ich brauche doch schon ein bisschen, also so um die 20 werde ich noch brauchen. Ob wir das hier rauskriegen, ich bezweifle es. Mit der Axt noch. Die hält vielleicht gerade noch mal hierfür. Obwohl, doch hält hier auch noch. Sehr cool. Ja, wenn ich den hier habe und den da schräg links, dann sollte es eigentlich auch reichen, oder? Jetzt haben wir schon mal 11. Ah, komm schon. Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir hier noch einen größeren, so ein bisschen? Nee. Na, dann nehmen wir den hier, komm. Den noch schnell weggekloppt. Einfach weil jetzt das bisschen macht's nicht. Ich fühle mich da, glaube ich, wohler mit. Aber was heißt, glaube ich? Ich weiß es, dass ich mich damit wohler fühlen werde. So. Setzling, genau. Alle schön fleißig mitkommen. Ich brauche jeden einzelnen von euch. Ah. Sehr schön. Wunderbar. Das funktioniert doch hier wie am Schnürchen. Oh, sogar ein Apfel. Lecker, lecker. Ach, kann ich gar nicht essen. Dann nehmen wir hier nochmal das Holz mit. Komm. Habe ich 30 zusammen? Ach, das ist egal. Nee, 30 kriege ich nicht mehr zusammen, glaube ich. So viel sind hier nicht drin, ne? 3 Stück? Nee, ich glaube, hier sind nur noch 2 Stück. Das dauert so lange, wenn ich überlege am Anfang, als man das dann nur damit gemacht hat, ne? Wie hartnäckig man gewesen ist, dass man sich wirklich daran gesetzt hat und die ganze Zeit so mit der Hand draufgeschlagen, bis dann endlich mal hier so ein Holzding bei rumkam. Wollte ich jetzt eigentlich da hochgehen und irgendwas holen? Ne, sieht mir nicht so aus. Wäre eigentlich nur Steine, aber die habe ich ja. Da habe ich genug. Da hatte ich auch erst welche geholt. Total verwirrt mal wieder. Ich glaube, ich werde dann auch wirklich jetzt oben drauf nur noch das Podest setzen und von der Höhe her so werde ich dann nicht mehr viel machen. Es wird sonst, glaube ich, zu krass. Und wenn wir sehen von hier aus, wenn dann noch jetzt gleich dann das Podest drauf kommt, dann kann man auf jeden Fall den Lavasee dann anschauen, wenn man hier steht. Und das reicht doch aus. Das ist doch so das Wichtigste eigentlich. Und hier rüber über das Tal der Träume mit da hinten mit kleinen Kleckersdorf hat man auch einen schönen Überblick. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Doch, das passt schon. So, dann bleibt sogar noch Holz übrig. Ist das geil. Das hat man selten, dass Holz auch noch übrig bleibt. Meistens ist es doch immer so, dass zu wenig Holz da ist, oder? Es ist echt immer so. Warum eigentlich? Warum gibt es immer zu wenig Holz? Da müssen wir eine Petition einführen. Mehr Holz hier für Orks oder so weit. Oder allgemein für die Spieler. Wäre ja nicht schlecht. So, das passt. Puh, wie machen wir denn jetzt das Podest? Schwierig. Ich hätte jetzt fast gesagt Sandstein, aber da habe ich nicht mehr genug von. Das heißt, ich werde dann doch das hier nehmen. Das Material. So. Dann machen wir so. Das wird hier oben aus Stein. Nicht wundern, warum das jetzt hier so ist. Genau, ein bisschen hier abgrenzen. Sehr schön. So, komm rüber. Genau. Eine schöne Steindecke, würde ich sagen. Ne? Oh, ja, doch. Steindecken sind ordentlich. Sind in Ordnung und sind ordentlich. Also, ach, es wird spät. Ich glaube, ich muss mich gleich hier in die Falle legen. Weil es ist, ich weiß gar nicht, wie spät ist es denn eigentlich? Es ist mitten in der Woche und ich nehme mir gerade auf hier. 23:39. Puh. Da muss ich ja immer noch zurückschreiben. Jemandem, der unbedingt so eine Cross-Promo-Gedöns werbungsmäßig machen möchte. So von wegen so, er ist bei mir ein paar Folgen dabei und ich bin bei ihm ein paar Folgen dabei. Und das Ganze soll dann ein bisschen irgendwas bringen. Weiß nicht, was es bringen soll, außer dass seine Abonnenten dann praktisch uns sehen und unsere Abonnenten hier sehen dann ihn. Weiß ich nicht so ganz, ob das wirklich was bringt. Zumal ich ja dann doch nicht jedermanns Geschmacks bin. Also, ne, Orks sind ja sowieso immer außen vor.
So, komm her, komm her, komm. Ach, komm schon. Habe ich das hier überall genauso gemacht? Ja, doch, sieht genauso aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oder? Ah, Zeit ist wieder rum. Na, komm schon. Ach, das ist nämlich so schön. Treffen hier der Timer. Nee, das habe ich hier anders gemacht. Gut, dann setzen wir das einfach jetzt mal so hin. Dann machen wir das nochmal eins breiter. Ah. Oh, was ist denn hier, Leute, los? Ich treffe irgendwie gar nichts. Ich glaube, ich bin von der PC-Version mit der Maussteuerung zu sehr verwöhnt. Ah, schade. Ah, und... Moment. Ah, gut, das hätte sowieso hingemusst, wenn ich das gerade sehe hier, wie das ausschaut. Das geht ja gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Achso, weil hier innen drin. Ah, okay. Gut, aber dann passt das hier auch noch nicht. Ist nicht gerade irgendwie ein bisschen seltsam? Komisch, aber jetzt passt es. Habe ich was falsch gemacht? Sehr eigentümlich. Oder? Ja, irgendwie schon. Sehr seltsam. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. So ganz glücklich bin ich dann aber trotzdem nicht damit, weil das mich ein bisschen stutzig macht, warum das eben so seltsam aussah. Echt gute Frage. So, das muss frei bleiben, dass wir hier auch rüberkraxeln können. Sehr schön. Ja, sehr wunderbärchenhaft. Sieht doch toll aus. Und wir sehen wirklich hier... Oh, da geht die Lava langsam zurück. Oder? Irre ich mich da jetzt? Sieht das nur so aus? Nee, die Lava geht jetzt wirklich zurück. Oh, es hat auch Ewigkeiten gedauert. Naja, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir hier dann diesen Hebel betätigen. Nun gut, ich verabschiede mich mit diesem wundervollen Ausblick. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.